Ei, gute wie, liebe Sonic-Freunde, es gibt die neue Sonic Central und ich reacte darauf und mal sehen, ob ich es auf dem Reaction-Kanal Google Mama hochlade oder auf dem Hauptkanal. Bin auf jeden Fall nicht zu spät. Als kleine Nebenimpression lasse ich den Chat durchrattern, auch wenn ihr davon nicht viel seht, aber primär geht es ja darum. So, was kann kommen auf der Sonic Central vom 24. September 2024, 18 Uhr deutscher Zeit? Ja, wir wissen ja, dass es Sonic X Shadow Generations bevorsteht. Das kommt ja raus am 22. Oktober für Digital Deluxe Besteller. Und für alle anderen auch am 25. Oktober Retail und so. Und das bedeutet, da werden wir bestimmt was zu sehen. Was könnte es noch geben? Vielleicht, aber auch nur vielleicht, Infos zum Sonic 3 Kinofilm. Das liegt ja mehr im Ermessen von Paramount. Ist aber denkbar, dass Sega und das Sonic-Team halt ein bisschen miteinander mit Paramount kommunizieren. Wer weiß, wer weiß. Ansonsten erwarte ich eine Menge Merch. Leider sind die Sonic Centrals doch ein bisschen mehr aufgebläht. Cool wäre es, ein neues Spiel zu sehen, aber wenn, dann sind es vermutlich Mobile Games. Wir haben noch das Sonic Rumble übrig, dieses Fall Guys-ähnliche Sonic-Spiel. Ich denke, das wird hauptsächlich heute präsentiert und gezeigt. Und es war ja gerüchteweise über noch ganz viele andere Mobile Games die Rede, die bald enthüllt werden sollten. Sonic Rumble war nur das erste davon. Also vielleicht geht es auch heute primär um Sonic Mobile Games. Das kann ich euch nicht sagen. Kann ich aber sagen, dass wir jetzt reinsteigen. 2 Millionen Abonnenten, der Sonic-Kanal. Let's go! Aber das muss natürlich angeguckt werden, das ist Pflicht. Wenn es wieder ein bisschen rumgealbert wird mit den Synchronsprechern und so. Immer gern. Sonic und Shadow, ja, da sehen wir es direkt. Es ist das Year of Shadow. Vielleicht gibt es da noch irgendeine Kleinigkeit. Hello and welcome to the 4th annual Sonic Central. Izuka! My name is Ivo Grzkovic and I'm here with the one and only Izuka-san. Hi. Your passion for the blue blur is noticed by Seit Sonic 3 wirkt Izuka mit. Inspires us each and every day. So thank you for all of your support from the bottom of our hearts as we take Sonic to the next level together. We've been working hard on developing content. Sonic Adventure 2 Soundtrack. Also in 2024, we launched our Fearless Year of Shadow fan celebration campaign. This is a special theme designed to encourage all of you to celebrate the exciting character and also to get you to embrace your own inner fearlessness. We even built and went on tour with a custom Shadow-inspired motorcycle. What do you think, Izuka-san? Do you think they'd let me borrow that bike for a weekend? Auffällig viel Sonic Adventure 2 Soundtrack. As usual, in this Sonic Central, we have tons of announcements. You'll see new game tons. Footage, learn about awesome products, and get details about upcoming partnerships and events. Make sure you watch the full video so you don't miss anything. Sit back, relax, and enjoy the show. Oh, ich hab's nicht ganz verstanden. Kicking things off with some exciting announcements for Sonic, Sonic Dash. It's time to grab your friends and jump into Sonic Rumble. Oh, Rumble. Okay, let's go. Ja, taugt das? Das ist halt die Frage, ne? Will man das spielen? Ich weiß es selbst nicht. Gibt so ein paar bisschen Beta-Alpha-Footage. Das fand ich nicht überzeugend. Hat stark geruckelt. Ich hoffe, das haben sie ein bisschen verbessert. Wir sehen auf jeden Fall ganz viele verschiedene Charaktere aus dem Sonic-Universum, die in so einer kleinen ja, Spielzeugaufmachung sind. Sonic Rumble hieß ja in der Entwicklung früher auch Sonic Toys Club. Ich bin immer wieder überrascht, was für Namen Sonic-Spiele noch bekommen können. Dass noch kein Spiel Sonic Rumble hieß zum Beispiel. Das, sowas wundert mich, ne? Es gibt immer noch Titel. Okay, Hand. Was handen wir denn? Ringe? Man kann im Team spielen. Nee, nee. Den Vergleich mit Fall Guys muss sich Sonic Rumble natürlich gefallen lassen.
Weil, naja, das typische Sonic-Gameplay schnell sein ist hier quasi gar nicht vorhanden. Ne? Das bleiben wir bei der Wahrheit. Have a blast with friends and family alike in Sonic PC! Rumble. Look out for this exciting new title on mobile and PC this Das ist ja ein Ding. New characters are joining the excitement in Sonic Dash, Sonic Dash Plus and Sonic Forces. Starting with Valhalla Surge, the formidable Viking warrior. Surge aus den IDW Comics. Da gibt es eine Valhalla Version. Macht euch da nichts vor. Valhalla embodies a fearsome figure from Japanese folklore, coming this Halloween. Da gibt ja schon hunderte Charaktere für Sonic Dash und Sonic Forces Speed Battle, das heutzutage nur noch als Sonic Forces Mobile bezeichnet wird, aber dasselbe Gameplay hat, ne? Diese Endless Rusher Spielweise, Skins ohne Ende. Get excited. It's official. Shadow arrives Sonic as a Dream new Team. Playable character later this year in Sonic Dream Team. Habe ich Let's Played, Freunde. Sonic Racing has cool updates designed to Sonic Racing? Satisfy your need for speed. Players now have access to time trial mode, where you can test your skills and unlock new character styles. Rockstar Rouge and DJ Vector are available now. DJ Vector. Is coming soon. Rockstar Rouge. New updates for all Sonic mobile games on the App Store and Google Play. Und Sonic Dash Plus ist dasselbe, nur ohne Werbung. A year-long celebration. Ich glaube halt nur auf Apple Arcade. Da bezahlst du ja schon. Ich werde euch gerne gleich noch was zeigen. Erstmal genießen wir die Year of Shadow-Zelebrierung hier mit dem Motorrad. Da machen sie Sachen, ne? Da ist er. Ist ein Ding. Irgendwo auf der Welt ist dieses Motorrad immer. Und jeder, der das Motorrad rumstehen sieht, irgendwie in einem Einkaufszentrum, der denkt sich direkt, stimmt, es ist ja das Year of Shadow. Boah. War das... Da eben war doch, Black Nerd Comedy, oder? Den Kollegen habe ich noch erkannt. Der ein Selfie gemacht hat. Oder sah ihm sehr ähnlich. Weil der eben sah auch sehr ähnlich aus. Da fährt's rum, stell euch mal vor, ich würde es in Darmstadt sehen, dann würde ich auch denken, guck mal, da ist das Motorrad. Dass das Shadow in Sonic 06 gefahren ist und, naja. Die Konzerte, Sonic Symphony, das gucke ich mir natürlich auch mal auf YouTube an, so, so ist nicht. Ja gut, das Crush 40 dabei. To follow us on social media to learn about all upcoming Shadow activations. Introducing Chow Tales, a whimsical 8-episode series of animated shorts featuring the adorable fan favorite Chow. The story follows Sonic as he visits Leute. Chow Garden many times. Oh nein, over the der Chat eskaliert. Alle wünschen sich, das habe ich kurz Chow vor dem coming soon to our social media channels. Aufnahmestart schon follow, like, mitbekommen. Alle wollen Schaugarten. Okay. Ich habe auch einen letzten Test gemacht zu Sonic Speed Simulator. Super Neo Metal Sonic. Super Neo Metal Sonic. Do you have what it takes to defeat this robotic doppelganger? Available now on Roblox. Wir sagen nochmal dazu, Sonic Speed Simulator ist von Fans erstellt, ne? Das ist nur von Sega abgenickt. Ist halt ein Roblox-Spiel. So, Monkey Ball bist auch wieder dabei. War das nicht schon klar? Irgendwie sind Sonic und Tails doch immer... Lol, die parodieren den Shadow Generations Trailer. Ah, jetzt gibt's auch Shadow in Monkey Ball. Das ist ja ein Ding, ne? Ja, aber Sonic gibt's meistens in Monkey Ball. Classic Sonic zumeist. Das macht Monkey Ball direkt so viel cooler. Das ist ja der Wahnsinn. Experience a delightful new adventure in Super Monkey Ball Banana Rumble. Available now.
Two-Point Museum has exclusive Shadow-themed pre-order bonuses for a limited time only. From unique gift shop items to outfits, decorations, plushies, Moment, gibt's nicht noch ein neues? Kommt durcheinander. Two-Point Hospital, Two-Point Museum und jetzt kam doch noch ein neues, oder ist das das Neueste gewesen? Ich glaube, das ist das dritte jetzt, ne? Ey, die Spiele sind so gut. Und natürlich immer voll mit Sonic Stuff. So, versteht mich nicht falsch, solche Sachen kann man in der Sonic Central dann durchaus erwähnen. Ne? Muss man nicht verschweigen. Das ist sogar Ugly Sonic, hey! Oder nein, er sieht nur so aus. Ich dachte, das wäre Ugly Sonic aus der Ferne. Well, that looks really fun. What do you think, Izuka-san? Yeah, it's cool. Okay. Yeah, now let's see what's cool. Going on in the world of Lego Sonic. Take it away, guys. Lego Sonic, seid ihr bereit? Roll the video. We don't have one, do we? Can someone please get Sonic on the line? Sonic, witzig. Hey, Sonic, where are you? Oh, hey, boss. Just doing some, shoreline strategizing. You know how that low tide smell brings out... Das meinte ich mit dem Rumalbern zu Beginn. Sonic Central. Oh, we still doing that? Of course. We are doing right now. Oh, so we're live. Okay, I guess I could, eat this marshmallow really fast. Would that blow some minds? Sonic! Hey, buddy! Time for snorkeling. Fred, I said no water-related activity. Ich dachte big. Come on, man. You designed this version of me. How do you not know this stuff? Anyway, boss, call Shadow. He's probably battling something. Oh, okay. One minute. Nande orega Shadow denmasu nde. Make it quick, Izuka. This beast is formidable. Told ya. Sonic, why are you... Also gibt's noch Lego Shadow. Nice. Bio Lizard. You and that monstrosity are live on Sonic Central right now. Nice try. But Izuka-san would never use my eternal battle for entertainment. War das Sharuk? Ich glaube, Sharuk war das, oder? Ooh, Izuka-san, add Eggman to the call. He'll want to witness this defeat with his own... Oh, Shadow, get some... Na, jetzt kommt Mike Pollock. Water is wet and it cleans off the dirt. Just gonna look spiffy when it deals out the hurt. On Sonic and Knuckles and... Oh, well, well. Wrath of the rodent and he shall appear. Izuka-san! Yep, I'm just Izuka-san! I mean, working while Shadow clobbers your grandpappy's prototype for the fans. In twice the time I would have. Wrap it up, Shadow. These segments need to be zippy. It's a pacing thing. How typical, Sonic. Lounging in paradise while Shadow does all the heavy lifting. Air freshener. I don't care. Vanilla. No, coconut. We don't have coconut. Oh, they're sold out. Cute. They get cute. Oh, I'm tired of Anyway, you gonna beat that boss or teach it to roll over, Shadow? Come on, the fans are falling asleep. I told you, my eternal battle is not your entertainment. Boah, aber so ein Bio-Lizard würde ich auch gern zusammenbauen mit Lego. Bock? A new drill smell, man. Just pick something. As I was saying. Some segment, huh? How? Sheer luck is my guess. You know that's Shadow's secret weapon. Well, the Bio-Lizard was nearly an appetizer. I'll introduce you to my egg drillster soon enough. If you smell vanilla, know that certain defeat comes swift on its heels. Eggman out. And there you have it, folks. Practically rehearsed. Hey, Shadow, give the kids at home a snappy little... Oh, jeez. Here we go. Whoa, action, drama, and marshmallows. Just cut to merge. Do you need more Sonic in your life? Well, we've got some terrific products that you're going to love. Mit merch ist Sonic schon immer top tier, ne? With the Shadow the Hedgehog escape toy. This set includes a buildable motorcycle and lap section to role-play adventure stories with Shadow, a Clucky, and Rhinobot. Für nur 50 Euro. Imagination in the Knuckles Guardian Mech toy set. Build the mech and glider, then role-play guarding, stealing. Schon wieder Sonic Adventure Musik. The Master Emerald with Knuckles and Rouge. Boah, für nur 80 Euro. Keep afloat with this Tails adventure boat set, packed with interactive play options. This boat playset includes a built-in speed sphere launcher, a karaoke machine and dance floor, plus parasail connectors on the back. Für nur 170 Euro. Help Knuckles and Amy defend the Master Emerald Shrine. Choose different ways to protect the Chaos Emeralds on Angel Island and rescue the Picky from the villainous Eggman. Ist ja nichts.
Weißt du, das steht da nur rum. So einen haben wir auch. Nicht als Super Sonic, sondern normal. Mit so einem Looping. Und Sonic ist in so einer Kugel. Und ein Bumper, ja. Da spielt man schon mal ein paar Sekunden damit, ne? Tokyo Ghoul Shadow! Mix and match the swappable pieces, including hands and posable wings, to build your favorite shadow presentation. Würde ich halt Thumbnail machen, aber die Leute checken das nicht dann. With pride using the Rocky Pillar display base. This figure is coming. This power. Hold ultimate power in the palm of your hand with Realms wireless controllers. Featuring a collectible figurine and multi-layered design. This officially licensed controller. Warum kam da noch niemand drauf? Ich mag transparente Controller. First four figures in Sega are thrilled to reveal the development of an incredible new statue for Sonic X Shadow Generations. Shadow Evolved. Get ready to add this showpiece to your collection. Ich habe First Four Figures Banjo Kazooie Statue. Featuring Shadow's mischievous smile and trademark red eyes. Das ist ja cool. Würde ich Motorrad fahren, würde mir gefallen. With enhanced safety features and aerodynamic engineering, you'll get the best performance possible while being the coolest rider on the road. Joining the Palverse Palais product lineup is Shadow the Hedgehog. Look forward to Shadow the Hedgehog's release in April 2025. Keep an eye out because more details will be coming soon. Coming in late 2024, Sonic the Hedgehog and visual artist Luis de Guzman merge their worlds to create a collaboration that reaches new heights and new speeds. Stay tuned for updates on special activations and first looks of the collection. Luis de Guzman. Speed on over to your nearest Topgolf to play with Sonic and friends. Yo, Mobile Spiel. Okay. Ja, das können wir ausprobieren, ne? Was soll's? So, das ist eins dieser Mobile Games, die halt schon ein bisschen geleakt wurden. Das ist ein Golfspiel? Hä? Das ist voll Jump'n'Runnig. Für Mobile sieht's gut aus. Das ist vielleicht doch für andere Systeme? Weiß nicht. Mobile heutzutage kann so... Apple Arcade, oder? Apple Arcade wird es sein. Pass mal auf. Sonic Dream Team vermutlich das erfolgreichste Apple Arcade-Spiel, was es gab. Und die denken, jetzt können sie alles machen damit. Aber ich mag das, wenn einfach von Videospielhelden, ob Mario oder Sonic oder sonst wer, einfach auch mal so ein paar Spin-Offs rauskommen. Da gab es früher häufiger, das vermisse ich schon ein bisschen. Ne? Enjoy Topgolf the Sonic way by surrounding yourself with good friends and good food. Ja, für welches System? Topgolf experience. Hey, für was? I'm so excited to be here at Sonic Central. Mobile? Wir nehmen es an, oder? How you doing? I'm good, thank you. Okay, so stand nicht da? You know why you're oder? Here, right? I do. We are here to get to the bottom of what Sonic posted on Batman Day. We are. If you guys don't know what I'm talking about, take a look. Ja, da war was mit Batman, ne? Call up. Weil witzig, weil man bei einem Batman-Comic auch schon mal Casinopolis gesehen hat. Da habe ich ja in meinem Sonic Adventure 1 Let's Play eingeblendet. Und jetzt kommt hier so ein Vorschloser. It's so good! It's fun, right? For a lot of you guys watching, you know I'm a huge DC fan, but Sonic the Hedgehog was the first game that I ever played all really? The way through. Yeah, you did? Yeah. Same. I'm very excited to be here and hear more about this mashup. What does this collision actually entail? Can you give us some details? Well, it's going to start with comics, and that's going to start in March of 2025, and we're going to have one issue a month. Comics! So you're talking about comics, we're talking about the content. Was it a chat schon wieder? Really game? Game? Sonic the Hedgehog and some of his friends maybe teaming up with the Justice League characters? I think so, and if you want to talk about it, we can. Yes! Okay, who's overseeing all of this? So we have a writer who's super well known, and everybody loves him, and that is Ian Flynn. So good. Ian Flynn. Okay, so I know you're not oder Ian, so spricht man aus, und da muss ich mir auch angewöhnen. One mashup. We've got Shadow Ian Flynn. As Batman. Can you show us some of the other ones? Sure, let's do it. All right. Who's Superman? Knuckles. Woman. Amy. So good. Na klar. Sonic, of course. Green Lantern. Silver the Hedgehog. Ooh, and Cyborg. Tails.
All right, I'm just gonna call it right now. I'm gonna go OG. My favorite is Sonic as the Flash. I'm gonna go Shadow as Batman. Mm-hmm. We know where your allegiance is. Der passt wirklich. Those are so Aber bisher nur Comics, ne? I'm so excited for this. Is there anything else that you want to share with everybody watching? Yeah, sure. So besides the 5 comics that we talked about for March 2025, we're also going to do a collected edition of all those comics, as well as merchandise, including apparel, accessories, toys, collectibles, and all of this will be for fall 2025. That's no Joker. I know what I I'm going to be Eggman. Reading, buying, wearing in 2025. And me too. You've shared a bunch of stuff with us, but I think there is possibly one more secret that you want to share with everybody. Yeah, let's do it. Let's do it here on Sonic Central exclusively. You ready? I'm ready. All right. We're going to continue the celebration of DC and the Sonic universe through 2026. Shut up. So the party is literally just getting started. We thought it was just till 2025, but now 2 years, baby. Just getting started. I'm so excited. Thank you so much, Ivo, for joining us. Die Kooperation DC und Sonic geht bis 2026. Ready to face the darkness? Zeig mal her hier. To share the latest on Sonic X Shadow Generations. Rein da. Space Colony Ark. Cutscenes, Maria! Gerald! Als Mike Pollock. Shadow, the Hedgehog. Voll cool, oder? Mehr Cutscenes. I destroyed you once. I will do it again. Ihr bekommt ja noch mein Shadow the Hedgehog The Game alle Cutscenes Video. Es scheint wirklich sinnvoll zu sein, sich davor auf den Stand zu bringen, also keine Angst, das mache ich mit euch. Es ist nicht einfach so, Shadow hat auch neue Traumlevel. Vermutlich ist das im Endeffekt. Aber guck mal, der ist auch auf den Sonic Frontiers Inseln und so. Also ich bin gespannt herauszufinden, was es damit wirklich auf sich hat. Oh, Mephiles ist dabei. Einfach alles, womit sich Shadow auseinandersetzen musste. Die Sonic Forces Defect Robots. Das war einer von der... von der Armee. Metal Madness, das haben wir auch schon mitbekommen. Metal Overlord. Und der Time Eater. Ja gut, es muss ja eine Transition geben zu Generations. Er trifft Maria wieder. Auch wenn es so irgendwie ein Traum ist, aber... Relive memories. Battle against villains. Set the timeline back to normal and save the world. Pre-order the way past cool collector's edition today and get this exclusive Sonic and Shadow Dreamcast statue. Only available at limitedrungames.com until October 6th. Es ist alles nur in seinem Kopf und so, ne? And present collide in a frantic chase for truth and understanding. Aber in Sonic X Shadow Generations. Freue mich natürlich drauf. Beginnings. So, jetzt noch eine Animation dafür. Let's go. Maria. Ark. Oh, das war Gemerl. Ja, ja. E-Mail, Gemerl. Da gibt's ja auch Verbindungen, ne, zu Gerald Robotnik. Omega und Rouge voll am Start. Der Chat feiert's. So heißt die Animation Dark beginnt. YouTube and Sonic the Hedgehog official social media channel starting on September 25th. Additionally, ja morgen. Versions of Sonic X Shadow Generations will have an exclusive extended edition. Müssen wir reacten, deleted scenes. Drei Episoden, die werden wir alle drei reacten. Die kommen hier auf dem Google Mama Kanal. And peek into the mind of a mad genius in this nostalgic commercial for Gerald Robotnik's journal.
Geil. Now you can visit ancient ruins, space stations, and the dark depths of an old scientist's grief-stricken mind. All through the rambling, barely coherent pages of Dr. Gerald Robotnik's journal, the publication that's especially created for absolutely no one. Dr. Gerald Robotnik's journal is packed with breathtaking accounts of dubious scientific exploration, government meddling, and so much more. Today, through this exclusive offering, you can get Dr. Gerald Robotnik's journal for the special price of when you call and use your credit card, we'll give you a taste of my revenge. All of you ungrateful. You'll also receive Doomsday, who took everything away from me. Ancient robots of mass destruction and the ultimate life form. So order today and send despair to a child you love. Send despair to a child you love. You never wanted to know about Gerald Robotnik today. You must be 18 years or older to call. All physical day one editions of Sonic X Shadow Generations come with this 24-page journal. Pre-order now and secure your copy. That's schon ein bisschen cool. As you can see, the rest of the year is packed with new and exciting content, activations, programming, products, partnerships, and much, much more. We can't wait for you to experience all of the fun. The Sonic Universe will continue to grow and innovate. We hope that you will enjoy every second, make new friends, and like Sonic, enjoy Chili Dog every now and then. There's plenty more adventure coming your way. Be sure you stay up to date by following us on the official social channels linked in the description below. Thank you for tuning in to Sonic Central. Wait, wait! I have one more! Wow. Mr. Evo, Azuka-san, I just got word. Word about what? No way. Really? Was jetzt? Well, fans, one more thing. One more thing for you. Let's roll it. Neues Spiel für nächstes Jahr. What's up, Sonic fans? We were so incredibly blown away by the reaction to our trailer. I wanted to record a special message thanking you all for the support. Der Film. We are so excited for you to see this film. It's Sonic's biggest adventure yet, only in theaters this December. Cannot wait for you to check it out. Thank you again for all your incredible support. You guys are the best. Okay, genau was die Filme angeht. We make these movies for the Sonic fans. And their love, passion and energy really drives us all to make sure we're creating something that's fantastic. We're so lucky to have the support of the fans, and we wouldn't be here if it wasn't for that support. So we just absolutely want to honor that and celebrate what it is they love about these characters. When you think back to where this all started, it's such a gift that we get to keep telling Sonic stories. And we never take that for granted. It's incredible to be able to tell stories that give Sonic a real journey and an arc. Told you got this. Hey, we got this. In the first film, Sonic is this sort of outsider who was really just looking for connection. Auf was läuft das jetzt hinaus? But he had a lot of learning that needed to happen. What helped him get there was, of course, his squad. Powerbomb! And so Sonic 3, we're continuing Sonic's character journey to include this new leadership role. For the first time, he's going off into battle and having to make choices. And no matter what you're facing, no matter what challenges come your way, as long as you really be true to who you are inside, you'll make the right choice when it matters most. I just got goosebumps. What we've tried to do with each successive movie is to go a little deeper into the Sonic lore. First we brought in Tails, then Knuckles, and now in movie 3, Shadow, Maria, Gunn, and Gerald Robotnik. Baba, in the saggy flesh. Fans are just gonna lose their minds when they see what we've got planned. We had great action in Sonic 2, but now we're just taking it up a whole other level. He is much more impressive than the Hedgehog I fought previously. Dude. Zeigen aber nichts Neues. Ich frag ja nur. There's such a rich universe of stories. I don't see us slowing down at all. We are so excited for you to see everything that's coming, and we know how much you love surprises. So keep a sharp eye out for Easter eggs. Looking good, guys. We're gonna get back to work, because we got a lot of movie to make, but thank you again for all the amazing support. You guys are the best fans in the world.
One Last Thing war einfach nichts, oder was? Anscheinend. Also nicht mal einen neuen Clip oder einen zweiten Trailer. Einfach nur, hey, danke, ne? Und tschüss. Ja, weiß nicht, Leute, erwartet nicht so viel. Wir bekommen ein neues Spiel, das tatsächlich noch was aussieht, ne? Shadow Generations plus, da ist noch ein Port-Remaster drin von einem guten Spiel, nämlich Sonic Generations. Dann erwarten wir den dritten Kinofilm und dann haben wir noch Sonic Rumble und wir haben sogar was Neues bekommen, Freunde. Wir haben sogar bekommen ein Golfspiel. Wurde zwar nicht gesagt, für welche Plattform, ich guck mal, ob am Anfang was stand. Topgolf. Es wird ja mobile sein, ne? Das ist eine Kooperation. Topgolf scheint eine Marke zu sein. All Skill Levels. Weil wenn das für Konsolen oder PC kommt, rein da. Vor allen Dingen Sonic Rumble für PC. Da sind wir auf jeden Fall drin. Das macht's einfacher. Da steht nirgendwo für was. Yourself with good friends and good food with this exclusive Topgolf experience. Oder ist das irgendwie... Das ist schon ein Spiel, ne? Es ist schon ein Spiel. Es ist nicht irgendwie ein Arcade-Automat, wo du dann zu Hause so machst, ne? Und das wird dann per Schlagen erkannt. Man weiß es nicht genau. Infos! Aber auch das. Ja, das war die einzige neue Spielankündigung. Wie gesagt, wir wissen zwar noch nicht für nächstes Jahr, aber wir haben ja noch einiges vor der Brust. Und ich glaube, ja, die Erwartungen waren nicht hoch, aber tatsächlich ist auch nicht sehr viel gekommen. Ne? Muss man ehrlich sein. Ein bisschen rumgealbert, ein bisschen was gesagt, Updates gegeben. Ne? Freue mich auf die Animation. Die gucken wir uns an auf dem Reaction-Kanal. Tja, auf welchen Kanal soll ich das hier jetzt hochladen? Ich glaube, es ist besser auf dem Reaction-Kanal, weil es wirklich nicht viel drin gewesen ist. Hätte ich mich auch nicht so beeilen müssen. Oder? Ich entscheide mich gleich noch. Auf jeden Fall, danke fürs Anschauen, für die Aufmerksamkeit. Was auf dem Reaction-Kanal kommt, ist wahrscheinlich die State of Play. Die kommt nämlich um Mitternacht, die gucke ich mir dann auch an und da kommt ein Video dazu. Und die Jules Reaction, alles auf dem Google Mama Kanal. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Dann würde ich sagen, gut, dann mache ich es auf dem Hauptkanal, aber ja, war jetzt nicht allzu viel mit drin, ne? Ein One Last Thing hätte es jetzt noch retten können. Ja, wegen so einem kleinen Clip aus dem Film noch so und da wären die Leute deutlich zufriedener. Naja, gut. Aber wir haben ja Sonic Shadow Generation, sieht ja auch wirklich gut aus. Gab ziemlich viele, ja, das ist eine kleine Serie, gab ziemlich viele Schau-Anspielungen, dass ich schon verstehe, dass die Leute, die nach dem Schaugarten betteln, sich halt schon dachten so, was ist denn jetzt, kommt da vielleicht am Ende was? Also gerade als da noch nach dem Sonic-Film da irgendwie der mit zwei Schaus da stand, dachte ich so, jetzt kommt noch was mit Schaus bezogen, aber die waren einfach random da. Die waren einfach, warum erzähle ich davon und zeige es nicht einfach? Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwas mit dem Schaugarten. Aber gerade demletzt hat ja Isuka noch gesagt, nein, der Schaugarten gehört zur Sonic Adventure Serie und er kommt nicht anderswo vor. Das war vor ein paar Wochen noch die Aussage. Alles klar, dann danke, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, auf dem Reaction-Kanal ist die Hölle los. Es gibt aktuell so viel Stuff, ne, hier und da fliegt euch um die Ohren. Dankeschön, das war die Sonic Central für September 24. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.